Hast du das gesehen, Richie? Das war stark, hä? Ja, super. Willst du eine Zigarette? Ja, danke. Das ist ein Betrieb wie bei mir zu Hause. In dem Film meine ich. Wie oft muss ich mir diesen Scheißfilm eigentlich noch ansehen? Hältst du doch im Kopf nicht aus, was die da treiben? Verdammter Mist, ich muss dringend aufs Scheißhaus. Halt mir den Platz frei. Ja. Bist du es, Macaroni? Ja, was ist? Ihr Wähler 5, ich wiederhole. Wir befinden uns jetzt in der Via Tiburtina bei Kilometer 12. Wir haben drei noch nicht identifizierte Leichen gefunden. Ja, ja, verstanden. Wir bleiben in Verbindung. Ende. Franchini? Ja, Dr. De Ritter. Gleich wird ein Vertreter des Staatsanwalts kommen. Kümmern Sie sich bitte um alles und schicken Sie mir morgen das Protokoll. Geht in Ordnung, Dottore. Einen Moment, bitte. Entschuldigen Sie, Herr Kommissar. Glauben Sie, dass es sich bei den drei Toten um die Personen handelt, für die das Lösegeld nicht bezahlt wurde? Ich habe gehört, wie jemand sagte, einer der Toten könnte Professor Lerici sein. Können Sie das bestätigen? Ich kann im Moment weder was bestätigen noch bestreiten. In Kürze kommt ein Vertreter des Staatsanwaltes. Wenn er es für angebracht hält, gibt er Ihnen alle gewünschten Informationen. Aber Sie wissen doch, ob die kleine Camilla unter den Toten ist. Ich hoffe nicht. Herr Kommissar, wenn dieses kleine Mädchen nicht innerhalb einer Woche gefunden wird, dann gibt es eine Tragödie. Ja. Und zwar nicht nur für die Eltern. Was heißt das genau? Wenn es uns nicht gelingt, die Kleine rechtzeitig zu finden, wird man uns dafür verantwortlich machen. Und ihr seid die Ersten, die sich auf so etwas stürzen. Hoffen wir das Beste. Danke, Herr Kommissar. Wir können fahren. Also, nichts gegen einen kleinen Ausflug, aber ich möchte gern wissen, wo es hingeht. Sei still und reg dich nicht auf. Du, das ist ein echt dicker Hund, einen mitten unterm Film rauszuholen. Nun erfahre ich überhaupt nicht, wer gewonnen hat. Da vorne ist eine Straßensperre. Na und, ist das mein Problem? Halt's Maul! Gebt ihr einen guten Ratspiel jetzt mit. An alle Einsatzwagen auf dem Raccordo. Steigen Sie bitte beide aus. Was? Ich auch? Ja, ja, Sie auch. Genannt Macaroni, 33 Jahre alt. Dunkles, gewelltes Haar, braune Augen, ovales Gesicht, ungepflegter Bart. Er trägt einen gestreiften Schlafanzug und ein rotes Unterhemd. Auf dem linken Handrücken hat er ein Muttermal. Zeigen Sie mal die Hand. Ich wiederhole die Beschreibung. Dunkles, gewelltes Haar, braune Augen, ovales Gesicht, ungepflegter Bart. Er trägt einen Danke, Sie können weiterfahren. Und ein rotes Unterhemd. Auf dem linken Handrücken hat er ein Muttermal. Sehr freundlich. Sind die total beknackt? Zentrale, bitte melden. Hier Einsatzwagen Nummer 4. Alles in Ordnung. Ende. Spinnst du? Was, ich hab mein Hirn im Lotto gewonnen, hä? Was soll denn das? Hey, machen wir hier ein Picknick, hä? Ich glaube, mir brennt der Hut. Kennst du Brechanelli? Wen? Brechanelli, den Franzosen. Muss man den kennen?
Macaroni, so wie ich dich rausgeholt habe, kann ich dich auch wieder reinbringen. So, du wirst mich wieder reinbringen? Na, dann bring mich wieder rein. Worauf wartest du? Fahren wir. Ich bring dich wieder in den Knast, aber Stück für Stück. Du weißt, dass ich in der Beziehung keinen Spaß verstehe. Na und? Ich weiß, dass du Brescianelli kennst. Du hast mit ihm gearbeitet. Das war vor 3 Jahren. Du weißt alles über ihn. Du musst ihn finden. Ach so. Schau, schau. Du verlangst von mir, dass ich den Spion spiele, hä? Da bist du bei mir an der falschen Adresse. Da läuft gar nichts, Junge. Warte. Hör dir die ganze Geschichte an. Muss ich das? Brescianelli hat ein 12-jähriges Kind entführt. Kannst du mir sagen, was ich damit zu tun habe, wenn der ein Kind entführt? Dieses Mädchen stirbt, wenn es nicht innerhalb einer Woche ins Krankenhaus zurückgebracht wird. Kapierst du das? Na klar, ich bin ja kein Idiot. Aber ich meine, wenn der Vater schon so gespickt ist, dann muss er eben rausrücken mit der Kohle. Ich will nichts damit zu tun haben. Hör mal, Macaroni, ich bin wegen meiner Einstellung nach Sardinien versetzt worden. Es gibt hier Kreise, für die ich unbequem geworden bin. Ich werde nichts unversucht lassen, um dieses Mädchen zu befreien. Koste es, was es wolle. Macaroni, glaub mir, es ist besser, du hilfst mir. Warum sollte ich dir helfen? Entschuldige, warum sollte ich dir helfen? Meinst du vielleicht, die haben mich wegen meiner schönen Augen ins Gefängnis reingelassen? Seit du den Macaroni-Laster hast hochgehen lassen, sind die nicht gut auf dich zu sprechen. Nein, das haut nicht hin. Dich haben sie wegen deiner Einstellung nach Sardinien versetzt. Und ich sitze wegen meiner Einstellung in einem römischen Gefängnis. Fahr zurück, mir ist kalt. Mein Schlafanzug ist nicht geheizt. Nein, Macaroni, du kommst mit mir. Oder muss ich noch deutlicher werden? Nein, gib schon Gas. Es war nicht ganz einfach, ihn zu überzeugen, aber es ist mir gelungen. In deiner netten, unaufdringlichen Art, nehme ich an. Weißt du, nachdem Marazzi erfahren hat, dass du ein Polizist bist, sollten wir die Sache bleiben lassen. Nein, ihr habt mich zurückgeholt, damit ich für euch die Kastanien aus dem Feuer hole. Ich denke nicht daran, jetzt aufzugeben. Unser Plan war ein ganz anderer. Du solltest Marazzi beim Ausbruch helfen und ihm Informationen über Brescianelli entlocken. Aber so ist das Risiko zu groß. Das ist mir egal. Wenn es nur die geringste Chance gibt, die Kleine zu retten, dann werde ich sie wahrnehmen. Nach Angaben der Polizei gibt es im Fall Camilla Finzi noch immer keine Nachricht. Diese Schweine. Jetzt gehen sie sogar schon auf Kinder los. Wie bereits mehrfach gemeldet, wurde das 12-jährige Mädchen vor einigen Tagen aus einer Klinik in Rom entführt. Das Mädchen leidet an einer schweren Nierenkrankheit und muss regelmäßig behandelt werden. Die Mutter hat gestern einen verzweifelten Appell an die Entführer gerichtet. Der auch nichts bringen wird. Du sagst es. Wie satt ich das habe, mich ständig abzustrampeln. Aber was soll man tun? Das bleibt dann ja nichts anderes übrig. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich habe 2 Söhne, die arbeiten und trotzdem reicht es vorne und hinten nicht. Ja, das kann ich verstehen. Entschuldigung. Keine Dummheiten oder du fliegst aus dem Fenster! Eine falsche Bewegung und ich schneide dich ab. Los, beeilt euch!